Hallo, liebe Leute. Heute habe ich die kleine Kamera ausgepackt und nicht die große. Der Grund passt irgendwie so ein bisschen zu dem ganzen Tenor dieses Videos. Ich habe im Moment einfach nicht so viel Lust. Ich habe auch auf das Lesen nicht so viel Lust. Das ist total schade. Das liegt zum Teil an mir und zum Teil liegt es irgendwie auch an den Büchern. Naja, vielleicht nicht direkt an den Büchern, aber an den Büchern, auf die ich Lust hätte. Davon finde ich nämlich nicht so viele. Im ganzen Jahr war das schon so, ob das an Corona liegt oder vielleicht an mir oder an Corona und mir oder am Büchermarkt oder an was auch immer, ich weiß es nicht. Es ist nicht so, dass ich die Lust am Lesen verloren habe, aber ich finde zu wenige Bücher, die ich wirklich gerne lesen wollen würde. Selbst Bücher, die ich vor 2 Jahren noch als, ach, naja gut, ich versuch's mal, einkategorisiert hätte, selbst die sind rar geworden. Ich weiß nicht, ob das nur an den Büchern liegt oder auch an mir und an meinem Verständnis. Ich habe angefangen, jetzt wieder ältere Bücher zu lesen, also Bücher, die ich schon mal gelesen habe, weil ich da irgendwie weiß, dass mir die gefallen. Also ich lese natürlich keine Bücher, die mir nicht gefallen, aber Bücher, die ich schon mal gelesen habe und die mir damals gut gefallen haben. Oder ganz alte Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, wie zum Beispiel Der lange Nachmittag der Erde. Und als ich Der lange Nachmittag der Erde gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass früher nicht alles besser, aber auch nicht alles schlechter war, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass man früher noch gelöster schreiben konnte. Man konnte die wirrsten Gedanken und die absurdesten Szenarien entwerfen, und das war irgendwie cool. Heute habe ich viel häufiger den Eindruck, dass da kopiert wird und irgendwie dem Mainstream versucht wird, zuzuarbeiten. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber es ist mein Eindruck. Gerade bei den Großverlagen. Bei den kleinen nicht, aber bei den Großverlagen. Bei den kleinen Verlagen habe ich eigentlich auch nicht sehr viel gefunden. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich werde das auch heute noch ein paar Mal sagen, dass ich nicht weiß, woran es liegt. Ich denke, es ist eine Mischung aus mir selber und vielleicht doch auch aus den Büchern, die angeboten werden. Nicht daran, dass die Menschen, die Bücher schreiben, nicht mehr schreiben können, aber entweder schreiben sie nicht mehr so, wie ich das gerne hätte. Also so. Solche Bücher, die ich gerne lesen würde, oder es liegt tatsächlich zum Teil daran, dass mir der Antrieb und die Lust so ein bisschen fehlt. Aber ich habe eigentlich nicht den Eindruck, weil ich lese immer noch jeden Tag und ich lese auch total gerne, weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe mich vor nicht allzu langer Zeit mit Chrissy unterhalten, von Chrissys Kleine Welt, und der ging es auch so ein bisschen ähnlich, habe ich den Eindruck gehabt. Chrissy hat sich so ein bisschen von der Fantastik, ich würde jetzt nicht sagen losgelöst, aber dann eben auch andere Bücher gesucht. Und Krimis sind einfach nicht meins. Ich mag Krimi und Thriller einfach nicht mehr lesen. Ich habe als Kind und als Jugendlicher und als junger Erwachsener ganz viel davon gelesen und ich habe es einfach über. Bei der Fantastik ist das nicht so, die habe ich nicht über. Aber ich finde im Moment einfach zu wenig. Jetzt ist gerade Oktober und vielleicht kommt im Oktober wieder mehr oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich habe in den Vorschauen und beim Stöbern schon gemerkt, es könnte sich wieder etwas tun. Deswegen kommen im Moment einfach nicht so viele Videos, weil ich wenig gelesen habe, was ich euch unbedingt nochmal vorstellen würde oder überhaupt vorstellen würde. Ich weiß auch nicht, wie ich die Idee finde, ein Buch, was ich vor 5 Jahren schon mal vorgestellt habe, nochmal vorzustellen. Vielleicht sehe ich es ganz anders, aber. Also ich lese im Moment gerade den Scott Sickler Infiziert, den ich vor vielen Jahren gelesen habe, und er gefällt mir immer noch. Ich möchte aber jetzt nicht mir meine Rezension von vor einigen Jahren anschauen, weil mich das wieder beeinflussen würde. Ich könnte noch mal eine neue Rezension machen und die dann gegeneinander stellen, aber das wäre mir im Moment, ich gebe es zu, einfach zu viel Arbeit. Ja, ich muss mal schauen, wie sich das ändert. Ich bin im Moment auch in den Vorbereitungen zu dem zweiten Fantastikum, was aber erst nächstes Jahr rauskommen wird. Da sind schon so ein paar Kurzgeschichten von Autorinnen und Autoren hier eingetroffen bei mir. Da sind einige dabei, die ich wirklich toll finde. Und im Moment lege ich da ziemlich viel Arbeit rein. Und es steht mir auch so ein bisschen bevor, weil es einfach für mich als Nicht-Verleger, der auch noch andere Sachen zu arbeiten hat, unfassbar viel Arbeit ist. Ich kann es nicht anders sagen. Aber das zweite Fantastikum wird kommen und wie und was und wann und wo, das werde ich euch auch nochmal gesondert in einem Video mitteilen. Das hier war einfach ein Video, um zu sagen, es ist eine Leseflaute bei mir eingetreten und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich möchte mir aber auch keinen Druck machen und ich will auch nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt jede Woche ein Buch lesen, um jede Woche ein Video mit einer Buchvorstellung zu machen. Generell, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt, lese ich ja nicht, um die Menschen, die meine Videos anschauen, denen jeden Tag oder jede Woche neues Futter zu geben, sondern ich lese, weil es mir Spaß macht
und stelle die Bücher vor, die mir gefallen, oder auch manchmal die Bücher, die mir gar nicht gefallen haben. Aber ich möchte nicht, dass das zu einem Druck ausartet und ich irgendwann so halbherzig Bücher vorstelle, die ich auch vielleicht nur halbherzig gelesen habe. So weit soll es nicht kommen. Und deswegen ist eben manchmal eine Woche oder auch zwei oder auch mal ein ganzer Monat dabei, in dem es keine Videos von mir gibt. Und das ist auch okay, glaube ich. Aber ich möchte nicht den Eindruck haben, dass ihr denkt, ich habe jetzt aufgehört. So, das ist nicht passiert. Es ist einfach im Moment nicht so viel, was ich gelesen habe und was ich vorstellen würde. Vielleicht ändert sich das wieder. Ich weiß auch nicht, was ich an Halloween mache. Ich habe ja in den letzten Jahren die Halloween-Süßigkeiten-Verkostung gemacht. Das werde ich nicht mehr machen. Zum einen, weil es wirklich immer relativ teuer war und weil es auch, glaube ich, nicht so interessant war. Und ich finde es jetzt auch selber nicht mehr so interessant. Ob ich einen Best-of-Halloween-Books mache, weiß ich auch nicht. Wir werden sehen. Vielleicht kommt auch gar nichts. Wie ich gerade gesagt habe, Druck soll nicht entstehen. Wie geht's euch denn? Lest ihr gerne und viel und unvermindert und mit gleichem Elan und mit gleicher Freude? Findet ihr vielleicht auch mehr Bücher, die euch gefallen als ich? Das würde mich interessieren. Ja, das war's schon. Bis zum nächsten Film. Danke für die Aufmerksamkeit.